In diesem Film möchte ich euch den Bahnverkehr im Stuttgarter Hauptbahnhof vorstellen. An den 16 Bahnsteiggleisen des Kopfbahnhofes fahren täglich etwa 170 Fern- und 430 Regionalzüge ein und aus. Die Fernzüge, die Stuttgart ansteuern, verkehren bis auf den TGV und einzelne Intercity-Leistungen alle im 2-Stunden-Takt, ergänzen sich aber natürlich auf verschiedenen Relationen zum Stundentakt. Beginnen wir mit dem ICE Berlin-München. Der planmäßig eingesetzte ICE-Zug der ersten Generation hält auf seiner Reise Richtung München an Gleis 15 oder 16. Bei der Fahrt nach Berlin hält er an Gleis 10. Meist an Gleis 5 oder 6 steht ein ICE nach Hamburg-Altona bereit. Es handelt sich ebenfalls um einen ICE 1. Der Zug fährt über Frankfurt und Hannover und benötigt für die Reise in die Hansestadt gut 5 Stunden. Auf Gleis 6 oder 8 fährt dreimal pro Tag auch ein Intercity nach Hamburg, der zwar 2,5 Stunden länger braucht wie der ICE, allerdings auch über Köln, Dortmund und Bremen fährt. Ein Zug fährt häufig sogar weiter nach Stralsund. Die schnellere Alternative, um ins Ruhrgebiet zu reisen, ist der ICE München-Dortmund, der meist an Gleis 10 hält. Dieser ICE, der Baureihe 407, auch Velaro D genannt, erreicht auf der Schnellfahrstrecke zwischen dem Frankfurter Flughafen Bahnhof und Köln eine Höchstgeschwindigkeit von 300 km/h. Dementsprechend ist man mit diesem Zug in nur 2 Stunden und 15 Minuten in Köln. Auf dieser ICE-Linie fahren auch die etwas älteren, aber gleich schnellen ICE 3. Ein solcher Zug
der in der Gegenrichtung nach München unterwegs ist, fährt nun auf Gleis 15 ein. Den Zielbahnhof in der bayerischen Landeshauptstadt wird dieser Zug in 2 Stunden und 15 Minuten erreichen. Nach München kann aber auch stündlich mit einem Intercity bzw. Eurocity gefahren werden. In der einen Stunde endet der Intercity in München. Und in der anderen Stunde fährt der Zug weiter nach Salzburg und von dort aus zum Teil weiter nach Klagenfurt, Graz oder Linz in Österreich. Alle Fernzüge, die über Salzburg hinausfahren, sind Eurocities. Einmal pro Tag fährt ein Intercity nicht nach München, sondern über Ulm nach Oberstdorf. All diese Züge, wie die ICEs nach München, fahren meist auf Gleis 15 oder 16 ab. In der Gegenrichtung geht es in der einen Stunde nach Frankfurt am Main. In der anderen Stunde geht es meistens nach Karlsruhe. Der Intercity von Oberstdorf fährt über Dortmund und Hannover nach Magdeburg. Pro Tag fahren von hier 4 TGV-Züge von und nach Paris. Seit der Einweihung der Schnellfahrstrecke Straßburg-Paris ist man bereits in 3 Stunden und 40 Minuten in der französischen Landeshauptstadt. Ein Zugpaar pro Tag fährt über Stuttgart hinaus bis nach München. Auch nach Zürich gibt es von Stuttgart aus Direktverbindungen. Ein Intercity verbindet die beiden Städte mit 3 Stunden Fahrzeit.
Zu guter Letzt gibt es noch den Intercity Karlsruhe-Nürnberg. Der Zug, der hier an Gleis 16 einfährt, ist in etwas über 2 Stunden in der Frankenmetropole. Der Gegenzug nach Karlsruhe fährt meist auf Gleis 11 ab. Außer diesen regelmäßig verkehrenden Zügen gibt es noch vereinzelte Nacht- und Fernzüge, wie zum Beispiel den Intercity Innsbruck-Münster über Lindau, Ulm, Mannheim und Köln. Der Zug kam mit 2 Dieselloks der Baureihe 218 hier an. Nun wird eine E-Lok am anderen Zugende angekoppelt, mit der es nach Münster geht. Kommen wir nun zum Regionalverkehr. In diesem Film soll vorwiegend der Bahnverkehr, der zwischen Montag und Freitag stattfindet, beleuchtet werden. Beginnen wir mit dem 2-stündlich verkehrenden Interregio-Express nach Aulendorf. Hier sind Dieseltriebwagen der Baureihe 612 unterwegs. Der Zug 612-112 präsentiert sich in den Farben der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg. Von Montag bis Freitag ist an diesem Zug bis auf den um 10.16 Uhr ein Zugteil nach Rottenburg am Neckar angehängt. Bis Tübingen hält der Zug nur noch in Reutlingen. Es fährt auch ein Interregio-Express mit 111er E-Lok und N-Wagen um 19.16 Uhr nach Tübingen. Freitag kommt ein weiterer Interregio-Express um 15.16 Uhr dazu. Um 17.15 Uhr gibt es von Montag bis Freitag einen Regionalexpress, der auch in Plochingen, Nürtingen und Metzingen hält. Zusätzlich in Bad Cannstatt, Esslingen und Wendlingen hält der stündlich verkehrende Regionalexpress nach Tübingen. Auf dieser Strecke sind Züge mit 5 Doppelstockwagen und E-Loks der Baureihe 143 oder 111 unterwegs, die häufig an Gleis 2 bereitgestellt werden. Von Montag bis Freitag fährt der Zug um 6 Uhr sowie von 13 Uhr bis 19 Uhr im 30-Minuten-Takt. Die zusätzlichen Züge fahren mit den einstöckigen N-Wagen und der Baureihe 111. Nach Ulm kann man entweder mit dem stündlichen Regionalexpress oder mit dem alle 2 Stunden verkehrenden Interregio-Express fahren. Der Regionalexpress wird mit 5 Doppelstockwagen gefahren. Nur aus 4 Wagen
besteht der Interregio-Express, der über Ulm weiter nach Lindau fährt. Die Züge fahren meist von Gleis 12, 13 oder 14 ab. Beide Züge fahren bis Ulm mit einem modernen E-Lok der Baureihe 146. Während der Regionalexpress nach Ulm 1 Stunde und 18 Minuten benötigt, hat der Interregio-Express Ulm in genau einer Stunde erreicht, da er nur in Plochingen, Göppingen und Geislingen hält. Von 16 bis 18 Uhr fährt der Interregio-Express stündlich. Auch auf der Vilstalbahn unterwegs sind stündlich Regionalbahnen, die meistens in Geislingen-Steige enden. Allerdings fährt nur jede zweite Regionalbahn bereits hier ab Stuttgart Hauptbahnhof. Der Rest beginnt erst in Plochingen. Diese Leistungen teilen sich die N-Wagen mit den Triebwagen der Baureihe 425 bzw. 426. Kommen wir zu den Zügen nach Karlsruhe. Im 2-Stunden-Takt fährt ein Interregio-Express mit 54 Minuten Fahrzeit nach Karlsruhe Hauptbahnhof. Jeweils in der anderen Stunde fährt der Intercity. Hinzu kommen 5 über den Tag verteilt einzelne Verstärkerzugleistungen bis Vaihingen-Enns. Diese Züge sind mit 5 modernen Doppelstockwagen und einer 146er E-Lok unterwegs. Da der Interregio-Express nur in Vaihingen, Mühlacker, Pforzheim und Karlsruhe-Durlach hält, gibt es noch einen 2-stündlichen Regionalexpress. Er wird aus 2 Elektrotriebwagen der Baureihe 425 gebildet. Bis Mühlacker wird der Regionalexpress nach Karlsruhe mit dem Regionalexpress nach Heidelberg zum Stundentakt ergänzt. In 90 Minuten ist man mit diesem Zug in Heidelberg, der von Montag bis Freitag als Doppelstockwagenzug mit der Baureihe 146 fährt. Wer ins unterfränkische Würzburg will, reist am besten mit diesem Regionalexpress. Der Zug braucht für die 180 Kilometer 2 Stunden und 15 Minuten. Vormittags gibt es zum Teil einen 2-Stunden-Takt, nachmittags einen Stundentakt. In der Gegenrichtung verhält sich das Ganze aber etwas anders. Dieser Zug besteht aus den alten, aber gemütlichen und bequemen N-Wagen. Angehängt ist eine E-Lok der Baureihe 143. Am Wochenende allerdings fahren die Züge mit 146er E-Lok und Doppelstockwagen.
Ein Teil der Züge hält bis Heilbronn, nur in Ludwigsburg und Bietigheim-Bissingen. Zwischen Stuttgart und Heilbronn verkehrt deswegen von Montag bis Freitag im 30-Minuten-Takt eine Regionalbahn. Jede zweite Regionalbahn reist weiter nach Neckarsulm und zum Teil auch bis Osterburken und fährt als Doppelstockwagenzug mit 146er E-Lok. Die Regionalbahnen, die in Heilbronn enden, sind N-Wagenzüge. Am Wochenende fahren nur ungefähr 75% der Regionalbahnen. Dafür wird dann im 2-Stunden-Takt eine Regionalbahn nach Mannheim umsteigefrei verlängert, wohin man sonst umsteigen muss. Von Montag bis Freitag fährt um 17.15 Uhr und um 19.15 Uhr eine Regionalbahn nach Heilbronn, weiter als Regionalexpress nach Mannheim. Während der Zug um 17.15 Uhr aus Stuttgarter N-Wagen und einer 146er E-Lok besteht, wird der Zug um 19.15 Uhr aus Ludwigshafener N-Wagen und einer Baureihe 111 gebildet. Als nächstes kommen die Züge Richtung Waiblingen dran. Im Stundentakt ist ein Regionalexpress nach Aalen unterwegs, der für die Reise durchs Remstal gut eine Stunde benötigt. Im Berufsverkehr gibt es einen 30-Minuten-Takt sowie einen schnellen Interregio-Express um 16.36 Uhr. Diese Züge werden von Montag bis Freitag aus den einstöckigen Nahverkehrswagen gebildet. Am Wochenende sind es Doppelstockwagen. Auch aus einstöckigen Nahverkehrswagen gebildet, werden die stündlich verkehrenden Regionalexpresszüge nach Schwäbisch Hall-Hessental, die alle 2 Stunden weiter über Crailsheim und Ansbach nach Nürnberg verkehren. Im Berufsverkehr gibt es 2 Verstärkerzugleistungen bis Hessental. Der Regionalexpress nach Nürnberg ist im Gegensatz zum Regionalexpress nach Aalen und Würzburg auch wochenends mit den N-Wagen unterwegs. Die Regionalexpresslinien Richtung Aalen und Schwäbisch Hall sind relativ häufig an den Gleisen 13 bis 16 anzutreffen. Zu guter Letzt gibt es noch die Regionalexpresszüge Richtung Rottweil. In der einen Stunde fährt der Regionalexpress über Rottweil hinaus bis nach Singen. Dieser Doppelstockwagenzug hat die Stadt am Berg und ehemaligen Vulkan Hohentwiel in 2 Stunden und 22 Minuten erreicht. In der anderen Stunde fährt der Regionalexpress mit einem 425-Doppel. Der Zug wird in Eutingen im Gäu geteilt. Der vordere Zugteil fährt nach Rottweil
und der hintere nach Freudenstadt. Rottweil ist von hier in 90 Minuten und Freudenstadt in 83 Minuten erreicht. Das war mein Film über den Bahnverkehr am Stuttgarter Hauptbahnhof im Jahr 2015. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Meine Damen und Herren, die Gleis 6, bitte treten Sie ein, vorsichtig an den Türen und bei der Abfahrt.